Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. So. Was gebe ich nicht für einen kühlen, süßen Trank? Ich wollte doch einen Weltboss scannen, war das so? Captain Knochens Chef. Ich habe sämtliche Sachen vergessen, was ich wollte. Den Panzer. Ah, doch, ich glaube, ich weiß wieder, was ich will. Vielleicht. Ich springe mal zum Wegschrein von Zischmeer. Das ist doch bestimmt eine gute Wahl, ne? Genau, wir haben da ein Gebiet übernommen. Hier oben ist irgendwie etwas. Das wird aber Mutknar sein. Ja, ich glaube, wir gehen zu Zischmeer. Da müssen wir zum Wegschrein. Wir müssen zum Wegschrein, zum Wegschrein, zum Wegschrein. Das ist toll, das ist toll. Puh. Das dauert nicht lange. Oh, das ist schön. Mein Rücken tut wieder weh. Es saugt wieder alles Energie aus einem hinaus. Das ist ein Boss. Nur gucken. Nicht anfassen. Also wenn wir es anfassen, ist es zu spät. Dann sind wir tot. Die Bitterwurzhöhle entdeckt. Ist eine Höhle? Was steht da aber, oder? Au! Was? Was frisst denn so viel Schaden? Der Einzelne? Wow, der Sklavenjäger. Das ist untypisch für einen Weltboss. Das ist aber nicht der Weltboss. Lamien. Ich muss mal hier runter. Kann man ja reingehen. Hey, gibt's Rubine, Rubiderz. Oder will ich raus und dann steht da der Boss. Ha! Dann kommen wir nicht mehr raus. Urei, Typus Weltboss. Schwierigkeitsgrad unmöglich. Na, der sieht schon böse aus. Alles klar. Dann wissen wir, wo der ist. Ich kann Hilfe gebrauchen, also so viel steht fest. Oder wir kommen nie wieder her. Wir können die Weltbosse nicht mehr machen. So, zumindest nicht mehr alleine. Dank Zenimax Online Studios ist das nicht mehr möglich. Sonst wäre ich hier früher oder später wieder zurückgekehrt, aber nein. Das war einmal. Also die Bosse von Malabeltor oder Schnittemark waren die letzten. Die wir jetzt alleine gemacht haben. Für den Rest brauche ich auf jeden Fall Hilfe. So, wir sind kurz vorm Weg. Von dort aus geht's nach links. Springt das erstmal noch eine Quest entgegen. Ich glaube, ich mache auch erstmal. War hier nicht was? Ach, das Ding. Ich glaube, ich mache auch erstmal die allgemeine Geschichte.
Ich weiß nicht, was los ist. Also irgendwie tut mir mein Rücken wieder weh. So ein Kack. Geschätzte Arbeitgeberin, ich kann nur schwer in Worte fassen, wie gut es sich anfühlt, meinen Mut gegen die Bestien der Wildnis auf die Probe zu stellen. Nichts, was mich zurückhält und keine Wachen, die Kämpfe unterbinden. Nur primitive Wut, die zwischen mir und euren Komponenten steht. Möge diese neue Lieferung euch dienlich sein. Unser Besuch in der Festa Moll war ein voller Erfolg. Schnippschnapp ist wieder der alte und noch dazu deutlich größer. Ich habe gelernt, wie man einen Trank mischt, der mir bei meiner Arbeit die schlimmste Übelkeit nimmt. Und ich habe erfahren, dass Aleto ebenfalls eine Geschichtenerzählerin ist. Ihre Geschichten sind zwar völlig unglaubwürdig, aber sie hat mir ein paar hervorragende Ratschläge gegeben, wie ich mit die grüne Kapuze und die Drehsklavenjäger weitermachen sollte. Ihr habt euch geirrt, fragt die finstere. Ihr habt euch geirrt? Fragte die finstere Gestalt mit mehr als nur einem Anflug von Unglauben. Das muss das erste Mal sein, dass so etwas vorkommt. Ich habe also aus Versehen ein Abbild gebaut, zufällig die Kerzen aufgestellt und ohne Grund mehrfach auf das Abbild eingestochen und dann unabsichtlich die vorgesehenen Worte der Macht ausgesprochen. Ist es das, was ihr mir gerade sagen wollt? Ich nickte bestätigend. Oh, das hätte ich nicht gemacht. Ich hätte es besser vorlesen können, ich weiß, aber ist mir jetzt egal. Karamell Kleinblatt ist vielleicht meine allerliebste Lieblingselfin. Sogar Schnappi mag sie. Wir haben hier auf den Sieben-Händler-Bazaar eine wirklich tolle Zeit. Sie weiß, welche Brauer den stärksten Met brauen. Und sie hat eine befreundete Köchin, die wirklich unfassbar leckere Kaninchenklöße macht. Sie deutet immer wieder an, dass sie mich um etwas bitten muss. Ich frage mich, was es wohl ist. Das wollen wir nicht genau wissen. Trübwasser entdeckt. Das ist ganz schön weit weg von Trübwasser. Sprecht leise. Okay. Das Dominion hat Trübwasser erobert. Wir dürfen nicht gefangen genommen werden. Was machen Sie hier? Trübwasser ist ein einfaches Fischerdorf. Aber einst nannten die Aleiden es ihr Zuhause. Uralte Artefakte und dunkle Geheimnisse ruhen unter dem Sumpf. Agenten haben sich dorthin aufgemacht, um die Pläne des Dominions aufzudecken. Batamei, Nuvisha und Raditax, sie sind nicht zurückgekommen. Denkt ihr, dass sie gefangen wurden? Ich bin mir da sicher. Falls ihr sie finden und retten könnt, dann kommt zu unserem Treffpunkt am Hang des Hügels mit Blick auf Trübwasser. Wir müssen wissen, was unsere Schattenschuppen erfahren haben. Das Dominion muss sich etwas sehr Mächtiges davon versprechen, wenn es eine derart große Streitmacht hierher schickt. Ich werde tun, was ich kann. Seid vorsichtig. Das Dominion überschwemmt den Sumpf wie verrottetes Unkraut. Wo hält das Dominion eure Freunde fest? Ich habe Bartamei dort drüben gefesselt gesehen. Und ich habe Nuvishas Stimme aus einer Höhle in der Nähe gehört. Was Raditax angeht, der müsste tiefer im Lager des Dominions sein. Was habt ihr hier zu gewinnen? Wir sind Schattenschuppen, geboren unter dem Zeichen des Schattens und von Geburt an zu Assassinen ausgebildet. In und um Schwarzmarsch wendet man sich an uns, wenn es das Zünglein an der Waage anzustoßen oder Unrecht zu sühnen gilt. Warum kämpfen Assassinen gegen Soldaten des Dominions? Offiziell sind wir niemandem Rechenschaft schuldig. Aber wir sind Argonier. Und wenn das Dominion die Schätze unseres Landes stiehlt, um sich eine Vormachtstellung zu verschaffen, müssen wir es aufhalten. Aber wir sind hier etwas überfordert. Tja, das sieht man. Muss ein Spieler wieder ran. Fackelkiefer. So. Oh. Ja,
Ihr habt ja ganz schön lange gebraucht. Ich? Seid ihr im Schlamm stecken geblieben? Alter, dich hau ich weg. Ignoriert Marius einfach. Er wurde hierher beordert, um sich um die Interessen des Kaiserreichs zu kümmern. Aber er kümmert sich nur um seine eigenen Interessen. Hier ist der Panzer. Hervorragend. Gebt mir nur einen Augenblick und fertig. Was ist fertig? Ich habe diesen Behälter so verzaubert, dass er das Gift in sich aufsaugt. Legt ihn in die Bahn der umhertreibenden Giftwolken. Sobald der Behälter das Gift aufgenommen hat, könnt ihr ihn gefahrlos bergen. Wir müssen uns beeilen. Ich hoffe nur, dass niemand anderes verletzt wurde. Marius hat mich nur gebeten, einen Wespenpanzer zu suchen. Oh, ich hatte angenommen, ihr wärt Teil des Aufräumkommandos. Was hat Marius vor? Ich kenne euch nicht gut genug, um einen Gefallen von euch zu erbitten. Aber ich flehe euch trotzdem an, mir zuzuhören. Ich fürchte, Marius hat etwas mit dem Gift vor. Was möchtet ihr? Sobald ihr das Gift gesammelt habt, bringt ihr es zu mir. Es ist Marius. Er möchte mit euch sprechen. Bitte erzählt ihm nichts von dem, was ich gesagt habe. Das verstehe ich selbst gerade nicht. Ihr habt einen Behälter, gut. Seid ihr bereit für das, was als nächstes kommt? Bereit. Rhea und ich werden uns um das Gift in dieser Gegend kümmern. Ihr kümmert euch um alles jenseits von Zischmeer. Sobald ihr das Gift gesammelt habt, bringt ihr es zu mir an den Entsorgungsplatz bei Zug. Warum steht der Rhea? Traut euch nicht. Ich werde das Gift zum Entsorgungsplatz bringen. Brechen wir auf! Ich traue ihm nicht. Oh, scheiße, da ist ja auch noch was. Sehr gut. Warnung. An alle Reisenden. Die Tiefgräber sind für Pilger nicht mehr sicher. Hört auf die Irrlichter. Unter der Notiz befindet sich eine Ergänzung in einer anderen Schrift. Es gibt keine Hoffnung. Bitte lasst mich nicht auf euer Grab schaufeln. Ich sollte dem nachgehen. Natürlich sind wir das. Neuer Schauplatz. Oh, fick dich. Tiefgräber entdeckt. Da ist mir ein bisschen zu viel los hier. Warum ist er denn noch nicht tot? Alter, was hält die Schlange aus, bitte? Ist das Gott? Meine Fresse. Sonst alles gut, ja? Und wo soll ich jetzt hin? Warum denn auf einmal da hinten? Das war doch vorher hier. Wollt ihr mich verarschen? Nö, ich geh jetzt dahin. Folgt mir, er geht in die andere Richtung. Und dann ist es auf der anderen Seite. Ey, so ein Schwachsinn. Echt. Ja, ihr könnt mich mal. Ich sagte, ihr könnt mich mal. Den Atronarchenstein entdeckt. Was habe ich denn eigentlich? Physische Resistenz. Oh. Gar nicht mal so verkehrt. Und da ist bestimmt auch wieder was, ne? Ja, doch, das ist Trübwasser wahrscheinlich da hinten. Ja. Ja, dann weiß ich ja, was ich als nächstes machen werde, ne? Nee.